Familie Al-Baytari. Muslimische Playmobil-Videos. Die islamische Tierarztfamilie. Das Original. Hier bei uns auf diesem Kanal. Ismail. Fatima. Maimuna. Khadija, die Mama. Ibrahim, der Papa. Assalamu alaikum. Viel Spaß bei unserer Geschichte. In der Bibliothek. Iqra, lies. Das war das erste Wort, das der Prophet Muhammad, Frieden und Segen seien auf ihm, von Allah subhanahu wa ta'ala eingegeben bekommen hat. Lies, das allererste Wort. Also muss das Lesen für uns Menschen ja sehr, sehr wichtig sein. Aber es bedeutet noch viel mehr als nur Lesen. Das Lesen ist der Schlüssel zu so vielem. Spaß, Lernen, Wissen, Bildung, Forschen. Und all das hilft uns im Leben voranzukommen. Also wir lieben Bücher. Wir lesen ja auch gerne und viel. Ihr auch? Ich kann doch nicht lesen. Fatima, Ismail, wir müssen los in die Bibliothek. Ja, wir kommen. Wir dürfen nämlich in der Bücherei arbeiten. So wie echte Bibliothekare. Eine ganze Woche lang. Unsere Moscheelehrerin ist die Leiterin der Kinderbuchabteilung. Und wir Kinder dürfen alle mal ein paar Tage bei ihr aushelfen. Diese Woche sind Fatima und ich dran. Jetzt müssen wir aber wirklich los. Wir wollen doch pünktlich sein. Assalamu alaikum, Fatima und Ismail. Wa alaikum assalam. Herzlich willkommen in unserer Bibliothek Iqra. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr wisst ja, hier in der Bibliothek haben wir sehr viele Bücher. Einige Leute leihen sie aus und nehmen sie mit. Und andere verbringen viel Zeit hier und lesen die Bücher vor Ort. Heute führe ich euch erstmal herum und zeige euch alles. Und morgen geht es dann richtig los, inshallah. Hier, Fatima, dein Mitarbeiterausweis. Und für dich habe ich auch noch einen. So können die Besucher direkt sehen, dass ihr hier arbeitet und sich bei Fragen an euch wenden. Barakallahu fiki. Ich bin schon super gespannt. Die Kinderbuchabteilung kennt ihr ja schon. Wir gehen zuerst in die Sachbuchabteilung. Bismillah, dann kommt mal mit. Heute geht's los. Ismail und ich dürfen ganz alleine arbeiten. So wie richtige Bibliothekare. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen aus. Wir gehen ja sehr oft in die Bibliothek. Und gestern wurde uns nochmal alles gezeigt. Wo ist denn dieses Buch? Ich bin doch in der richtigen Abteilung. Was suchst du denn? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich suche das Buch, das wir letztens im Koranunterricht gelesen haben. Es war irgendetwas mit Tieren. Mal sehen. Schau mal, es steht da oben. Ich glaube, du meinst das Buch Interessante Tiere für kleine Muslime. Das habe ich gar nicht gesehen. Dankeschön. Das erste Kapitel ist die Kuh. Das erste Mal konnte ich jemandem weiterhelfen. Alhamdulillah. So. Alle roten Bücher hierhin. Noch ein Buch. Gelb, blau und grün. Fertig. Maimuna, du hast dir alle Bücher nach Farbe sortiert. Nochmal. Große Bücher zuerst. Kleinere und das ganz kleine. Ganz ordentlich. Fertig. Jetzt hast du alle nach Größe sortiert. Aber weißt du, Maimuna, hier in der Bibliothek
haben wir ein anderes Sortierungssystem. Die Bücher in den verschiedenen Abteilungen werden nach den Nachnamen der Autoren sortiert. Ganz viele Bücher, die ich wieder einsortieren muss. Das sind alles Bücher, die viele verschiedene Leute ausgeliehen und wieder zurückgebracht haben. Ich muss sie jetzt systematisch wieder einsortieren. Die Bibliothek hat ein ausgeklügeltes Sortierungssystem. So sind die Bücher für alle leicht zu finden. Jetzt arbeite ich das erste Mal am Schalter. Hierher kommen alle Leute, die ein Buch ausleihen oder wieder abgeben möchten. Salam. Wa alaikum assalam. Diese beiden Bücher möchte ich zurückgeben. Alles klar. Ich möchte dich noch erinnern. Hier steht, dass du vor 3 Wochen ein Buch ausgeliehen hast. Die Ausleihfrist ist fast zu Ende. Kannst du es das nächste Mal bitte wieder mitbringen? Ja, mach ich. Gib her, Fatima. Die beiden Bücher kann ich gleich wegräumen. Assalamu alaikum, Fatima. Wa alaikum assalam, Tante Nuseiba. Ich möchte bitte ein Hörbuch und 2 Zeitschriften ausleihen. Ja, sehr gern. Dafür bräuchte ich bitte deinen Bibliotheksausweis. Bitteschön. Assalamu alaikum, Schwester. Wa alaikum assalam. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Zur Buchvorlesung für unsere kleinen Muslime. Es gibt eine Neuerscheinung im islamischen Kinderbuchverlag. Maimuna! Ismail liest heute dieses tolle Buch vor. Mashallah. Bitte setzt euch. Der kleine Igel Elias und seine Abenteuer. Elias schlüpfte aus seinem Laubhaufen und sagte: Bismillah, heute wird ein spannender Tag. Plötzlich raschelte es im Gebüsch und Elias fragte: Wer ist da? Salamu alaikum, begrüßte ihn Karim, der Käfer. Als die Sonne unterging und die Sterne am Himmel funkelten, kuschelte sich Elias in sein Laubbett und flüsterte: Alhamdulillah, für diesen wundervollen Tag voller Abenteuer und neuer Freunde. Dann schlief er glücklich ein. Schönes Buch! Ismail hat die Buchvorlesung gemacht und ich habe einen Workshop geleitet. Dabei konnten die Bibliotheksbesucher sich ihre eigenen Lesezeichen basteln. Das hat gut geklappt und sie sind sehr schön geworden, mashallah. Und jeder konnte am Ende sein fertiges Lesezeichen mit nach Hause nehmen. Fatima, Ismail, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Ich suche das Häkelbuch für Anfänger. Wir hatten es schon mal ausgeliehen. Es war sehr gut. Wir brauchen es jetzt nochmal. Aber ich finde es einfach nicht. Vielleicht hat es ja jemand ausgeliehen. Normalerweise müsste es hier oben rechts stehen. Kein Problem, dann nehme ich dieses hier. Das geht auch. Ich brauche es nämlich jetzt gleich für die Handarbeitsgruppe. Assalamu alaikum. Wie kann ich Ihnen helfen? Wa alaikum assalam. Ich möchte gerne das Buch der Bücher. Ja, den heiligen Koran. Genau, aber bitte mit englischer Übersetzung. Im Obergeschoss haben wir die fremdsprachige Literatur. Folgen Sie mir bitte. Ja, alles klar. Fatima, kannst du mal schnell an den Schalter gehen? Ich muss kurz einem Besucher weiterhelfen. Ja, ich gehe schon. Hier, bitte. Der Koran mit englischer Übersetzung. Barakallahu fiek. Heute haben wir einen Bücherverkaufstag in der Bibliothek. Man kann tolle Bücher zu kleinen Preisen finden. Das ist wie ein Flohmarkt, aber mit Büchern. Ich habe so eine tolle Detektivgeschichte gefunden. Ich habe schon den Klappentext gelesen. Sehr spannend. Das habe ich auch schon gelesen. Viel Spaß beim Schmökern.
Ich möchte bitte diese drei Bücher kaufen. Mashallah, ihr habt die Verkaufsecke wirklich schön hergerichtet, Kinder. Da bekommt man direkt Lust, ein Buch zu kaufen. Barakallahu fiek. Wir haben uns auch sehr viel Mühe gegeben. Und es wurden auch schon viele Bücher gekauft, tabarakallah. Also, diese drei Bücher. Hier ist ihr Rückgeld. Danke, mein Junge. Na, wie läuft's ihr zwei? Habt ihr alles im Griff oder braucht ihr Hilfe? Alhamdulillah. Es läuft super gut und es macht auch sehr viel Spaß. Heute gibt es in der Bibliothek einen Autorenbesuch. Also derjenige, der das Buch geschrieben hat, der Autor, wird vorbeikommen und sein Werk selbst vorlesen. Ich muss hier noch ein paar Sachen für die Lesung vorbereiten. Hier ist der Roman. Es ist ein richtiger Bestseller. Und hier gibt es noch ein paar Infoblätter für die Besucher. Und noch ein paar Blumen, damit es hübscher aussieht. Komm, Fatima, wir müssen zum Eingang. Der Autor ist schon da. Und wir wollen die Besucher begrüßen und ihnen den Weg zum Lesesaal zeigen. Los geht's! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Brüder. Ich freue mich sehr, heute mit euch mein neues Buch. In einer Bibliothek werden die Bücher ja viel und oft genutzt. Viele Leute leihen die Bücher aus, bringen sie mit nach Hause und lesen sie an den verschiedensten Orten. Die Bücher werden sehr viel transportiert und da kann es schon mal vorkommen, dass ein Bibliothekar auch mal Bücher reparieren muss. Hier ist zum Beispiel der Einband ein wenig eingerissen. Das klebe ich jetzt vorsichtig wieder zusammen. Auch der Buchrücken löst sich schon etwas. Aber das habe ich mit dem richtigen Kleber gleich wieder behoben. Jetzt kann es wieder zurück ins Regal. Subhanallah, hier ist ja das Buch. Wieso liegt es denn auf dem Boden? Ich stelle es wieder zurück in das Regal. Wirklich merkwürdig. Hier ist die Computerstation der Bibliothek. Da dürfen unsere Besucher kostenlos die Computer nutzen und im Internet surfen. Oder auch etwas ausdrucken oder kopieren. Oh Mann, der Computer reagiert nicht. Mein ganzer Text für den Vortrag ist weg. Das war so viel Arbeit. Bleib ganz ruhig, ich schaue es mir mal an. So, alles geht wieder. Hier ist dein Text. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ich suche ein Buch übers Häkeln. Kannst du mir vielleicht helfen? Ja, da habe ich schon eins im Kopf. Kommen Sie mit. Subhanallah, jetzt ist es ja schon wieder weg. Dieses Buch scheint sehr beliebt zu sein. Schau mal, da hinten. Auf dem Boden hinter dem Tisch, da liegt ja ein Buch rum. Subhanallah, da ist ja das Häkelbuch, was ich meinte. Das steht für Anfänger. Ich suche lieber etwas für Fortgeschrittene. Heute habe ich eine besondere Aufgabe. Ich darf einen Büchertisch vorbereiten. Hier in der Kinderbuchabteilung. Ich gestalte den Tisch zu einem besonderen Motto. Islamische Kinderbücher. Ich habe schon einige Bücher herausgesucht, die zu diesem Thema passen. Jetzt muss ich sie nur noch schön arrangieren. So, das sieht doch schön aus. Ich sollte einen Büchertisch herrichten, damit diese Bücher diese Woche besonders hervorgehoben werden. Wie so eine Art Werbung, um auf die Bücher aufmerksam zu machen. Subhanallah, wieso liegt denn hier ein Buch unter dem Lesesessel? Das gehört doch in einen ganz anderen Themenbereich. Ich bringe es mal in die richtige Abteilung. Da ist ja eine Katze! Wo kommt die denn her? Das ist unsere Bibliothekskatze, Mausi. Kennt ihr sie noch nicht? Nein, wir sehen sie jetzt zum ersten Mal. Miau!
Da habe ich wohl ganz vergessen, sie euch vorzustellen. Sie ist hier, um insbesondere den Keller ungezieferfrei zu halten. Sie sitzt genau auf dem Häkelbuch. Das, was ständig verschwindet. Da ist eine gehäkelte Maus auf dem Einband abgebildet. Guck mal, wie lustig. Das Lesezeichenbändchen stellt den Schwanz dar. Vielleicht hatte Mausi gedacht, dass es eine echte Maus ist. Und deswegen wollte sie die Maus immer fangen oder das Buch verstecken. Heute ist eine Woche zu Ende. Und ihr habt, mashallah, sehr gut in unserer Bibliothek mitgearbeitet. Wir haben viel erlebt, alhamdulillah. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es war toll. Und als Dankeschön möchte die Bibliothek euch etwas Kleines schenken. Ihr dürft euch jeder ein Buch aussuchen und es behalten. Das ist aber eine schöne Idee, tabarakallah. Dankeschön. Fatima, hast du nicht letztens gesagt, dass du häkeln lernen möchtest? Ja, das stimmt. Ich glaube, ich weiß schon, welches Buch ich mir aussuche. Ihr wisst ja, Iqra war das erste Wort der Offenbarung. Das arabische Wort Iqra wird oft mit Lesen übersetzt. Aber es bedeutet noch viel mehr. Es lädt uns ein, nicht nur geschriebene Wörter zu lesen, sondern auch darüber nachzudenken und sie zu verinnerlichen, sie zu verstehen und das Gelernte anzuwenden und auch mit anderen zu teilen. Iqra inspiriert uns dazu, über die Zeichen Allahs im Koran und in der Welt nachzudenken. Lesen ist super, weil man dabei ganz viel lernen kann. Außerdem verbessert man ganz nebenbei seine Rechtschreibung und erweitert seinen Wortschatz. Lesen macht richtig Spaß. In Büchern kann man viele Abenteuer erleben. Und man wird mitgenommen in andere Welten.